Servus und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Jagd 1. Wir sind heute zu Gast im Lehrrevier der Jagdschule Schützeberg und wollen euch gemeinsam etwas zum Thema Wildhege vorstellen. Die wohl bekannteste Hegemaßnahme in unseren heimischen Revieren ist das Ausbringen von Salz in Form von Salzlecken. Was man dabei beachten sollte, was es für Möglichkeiten gibt und vor allen Dingen die praktische Umsetzung, wollen wir euch in diesem Video kurz vorstellen. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, Salz auszubringen. Eine der älteren Varianten ist das Anlegen einer sogenannten Lehmsulze. Diese Maßnahme hat man früher hauptsächlich auch für die Ringeltaube gemacht, da nicht nur Haarwild gern Salz annimmt, sondern eben auch die Ringeltaube. Da hat man dann einen kleinen Holzkasten genommen und in diesem Holzkasten hat man etwas gekörntes Viehsalz mit Lehm vermischt und hat es dann beispielsweise auf einer kleinen Waldlichtung auf dem Waldboden ausgelegt. In der Regel hatte man dann auch in der Nähe eine kleine Tränke und hat diese Maßnahme dann auch zur Bejagung genutzt. Man hat dann in Schrotschussentfernung ein Versteck gebaut und die einfallenden Ringeltauben bejagt. Eine Möglichkeit, um Salz für Haarwild auszubringen, ist die sogenannte Stocksulze. Bei der Stocksulze legen wir den Salzstein einfach auf einen Wurzelstock. Eine andere Variation im Gebirge ist oft, dass man kleine Holzkästchen baut und diese dann mit dem Salzstein am Baum anbringt. Diese Form der Ausbringung hat zwei entscheidende Nachteile. Einer ist, dass unser Haarraubwild, allen voran der Fuchs, sich ja gerne erhöht lösen zur Reviermarkierung. Und da passiert es halt relativ oft, dass hier dann relativ schnell Fuchslosung auf dem Salzstein liegt, was natürlich die Attraktivität deutlich mindert. Das zweite Problem, was wir haben, ist, das Wild hat direkt Kontakt zum Salz. Insbesondere wenn Wildschweine da sind, nehmen die oft Brocken dieses Salzes auf, lutschen das wie Bonbons. Und das ist natürlich ernährungsphysiologisch nicht so toll. Die dritte Möglichkeit ist das Anlegen einer Stangensulze. Hier wird dann das Salz erhöht ausgebracht, ca. 1,50 m, sodass das Wild keinen direkten Kontakt zum Salzstein haben kann. Da gibt es jetzt verschiedene Variationsmöglichkeiten. Eine Variante wäre, dass wir einen Holzbalken ausreichend tief eingraben. Hier haben wir aber oft das Problem, wenn Wildschweine da sind, dass die gern dann diesen Balken wieder ausgraben. Die zweite Möglichkeit wäre, dass wir einen Baum so in Brust-Kopfhöhe kappen. Allerdings, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir den Waldbesitzer um Erlaubnis fragen, weil uns ja der Baum nicht gehört. Die dritte Variante, und so machen wir es hier im Lehrrevier, ist, dass wir mit einem Kantholz, mit einem Balken arbeiten und mit Einschlaghülsen, was den Vorteil hat, wir sind in der Platzwahl sehr beliebig und wir können auch, sind dann relativ wildschweinsicher. Dadurch, dass das Wild keinen direkten Kontakt hat, wie kommt es an das Salz ran? Im Grunde ist es das, was hier an Salz sich durch die Luftfeuchtigkeit und durch den Regen löst und diesen Balken entlang runterläuft. Das ist dann das, was vom Wild entsprechend aufgenommen wird. Zur Flächenauswahl für unsere Salzlecke haben wir hier eine alte Windwurf- und Käferfläche, die vor 4 Jahren aufgeforstet wurde. Die Bäume haben sich inzwischen sehr gut entwickelt. Außenrum haben wir auch noch größere Einstandsflächen. Und hier haben wir das Problem, dass die Rehe inzwischen für uns kaum noch sichtbar sind. Und da soll die Salzlecke uns als im Grunde ganzjährige Kehrung helfen, die Rehe wieder sichtbar und letztendlich damit auch bejagbar zu machen. Was brauchen wir jetzt alles für unsere Salzlecke? Als erstes natürlich die Einschlaghülse. Dafür brauchen wir dann den Vorschlaghammer und natürlich dann unseren Balken, wo wir später den Salzstein oben drauf legen. Wir brauchen noch ein bisschen Befestigungswerkzeug für das Befestigen der Lecke. Dann eine Einschlaghilfe, da sage ich nachher auch gleich noch ein bisschen was dazu. Ein Akkuschrauber und mehr braucht man eigentlich schon gar nicht dafür. Zwei kleine Tipps noch zum Einschlagen der Bodenhülse. Das eine ist, dass wir ein kleines Stück Kantholz unten reinlegen. Das hat den Vorteil, dass sich unsere Einschlagshilfe nicht zu sehr im Becher entsprechend verkantet. Diese Einschlaghilfe ist einfach ein Stück Balken, ein Stück Holz.
das dann entsprechend reingelegt wird, hat dann den Vorteil, dass wir nicht direkt mit dem Hammer auf die Bodenhülse schlagen müssen und sie damit auch nicht zerstören. Und jetzt sind wir fertig zum Einschlagen. Unsere Salzlecke ist jetzt schon fertig aufgestellt und jetzt müssen wir sie nur noch befestigen und dann können wir schon den Salzstein auflegen. So, jetzt ist unsere Salzlecke fertig und wir können sie bestücken. Wir haben jetzt diesen großen Salzblock in ein paar kleine Blöcke zerschlagen, damit sie einfach innen drin Platz haben. Die können wir jetzt hier oben dann so reinlegen. Die Krone hilft, die Salzbrocken festzuhalten. Manche machen es ja so, dass sie hier einen großen Nagel einschlagen und dann den Salzstein im Gesamten drauflegen. Das hat halt einen kleinen Nachteil, wenn der Salzbrocken kurz vorm Ende ist, dann fällt der im Ganzen die Brocken entsprechend runter und dann hat unser Wild wieder direkten Kontakt zum Salz. Um jetzt die Attraktivität zu erhöhen, die Chancen zu steigern, dass die Lecke schnell angenommen wird, gibt es ein ganz tolles, bewährtes Hilfsmittel. Und zwar gibt es Salzpasten mit Anisgeschmack. Und bei dieser Salzpaste ist dann auch ein kleiner Spatel dabei. Der Anis ist ja für viele unserer Wildarten ein hervorragendes Lockmittel. Und da können wir jetzt mit diesem Spatel an diesem Pfosten ein bisschen Salz entsprechend ausbringen, was dann die Attraktivität deutlich erhöht. Wie können wir jetzt kontrollieren, ob unsere Salzlecke angenommen wird? Auch hier gibt es jetzt wieder verschiedene Varianten, Möglichkeiten. Eine Variante wäre, dass ihr um die Salzlecke den Boden von der Vegetation befreit, vielleicht auch noch etwas Spielzeugsand ausbringt, um dann zu beobachten, welche Fährten da sind, welche Spuren zu sehen sind. Problem an der Sache ist, wir wissen nicht, wie oft das Wild kommt oder wann es kommt und vor allen Dingen, wir wissen nicht genau, was alles kommt. Und um dieses Problem zu lösen, können wir uns der modernen Technik bedienen, indem wir mit Wildkameras arbeiten. Und da haben wir hier mal ein Modell, eine Seisiger Wildkamera. Man sieht anhand der Antenne, hier haben wir die Möglichkeit, dass wir uns direkt, ja eigentlich fast live, die Bilder auf unser Handy übertragen lassen können und eigentlich zeitnah informiert werden, eine SMS bekommen und sehen, aha, jetzt war wieder was da, können sofort erkennen, was es war, haben die genaue Zeit gespeichert und alles und haben da einen sehr guten Überblick. Ein gutes, nützliches Tool zu dieser Wildkamera ist diese Baumschraube. Damit können wir die Kamera an einem Baum befestigen. Und das ist dann relativ einfach und funktioniert meistens besser, als wenn man es mit diesen mitgelieferten Gurten macht. Zum Abschluss noch etwas ganz Wichtiges. Ihr müsst unbedingt über das Winterhalbjahr die Salzsteine aus der Salzlecke entfernen. Also spätestens so Anfang Oktober, Mitte Oktober solltet ihr das tun, dass ihr die Salzbrocken rausnehmt und erst wieder so im nächsten Jahr, im Frühjahr, März, April ausbringt, wenn draußen die grüne Vegetation kommt. Der Hintergedanke dazu ist, dass wenn unser Wild zu viel Salz aufnimmt, es durchbekommt und es über den Winter wegen mangelnder Blattäsung nicht decken kann. Und dann passiert sehr oft, gerade auf solchen Verjüngungsflächen wie hier, dass die Verbissbelastung massiv zunimmt und das wollen wir ja verhindern. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Konstruktion. Warum verwendet man diese Balken, diese Kanthölzer? Es ist einfach vom Aufwand und vom Zeitaufwand her günstiger. Die kriegen wir oft von unserem Sägewerk geschenkt als Abschnitte und dann haben wir auch die passenden Dimensionen und wir brauchen nicht den Aufwand betreiben, dass wir im Wald irgendwelche Stangen schneiden. Das wäre dann insgesamt betrachtet viel zu aufwendig, viel zu kostenintensiv. Über die helle Farbe braucht ihr euch auch keine Gedanken machen. Der Balken verwittert relativ schnell und wird dann schön grau und ist dann absolut unauffällig draußen.
Wir hoffen, dass euch unser kleines Video gefallen hat. Wenn, dann lasst uns ein Like da oder abonniert unseren Kanal oder schreibt uns etwas in die Kommentare, wie ihr das mit den Salzlecken macht, was ihr da noch für Ideen, für Konstruktionen habt. Und wir wünschen euch viel Weidmannsheil, guten Anblick, viel Spaß beim Nachbauen. Euer Jagd 1 Team und das Team der Jagdschule Schützeberg.